Possession Health Business Congress 2024. Wir sind am Stand von Iris und schauen mal, was haben die uns heute hier Interessantes mitgebracht. Pascal, Iris, was ist das Besondere an eurem System? Das Besondere ist eine Story, die ich gestern zum Beispiel auch von einem Bestandskunden bekommen habe, dass es die erste Form ist, eigentlich in Studios und Physiotherapiepraxen als allererstes Mal Spaß zu haben an der Bewegung, am Training. Das sind Sachen, die muss man verstehen. Wir kommen immer und immer wieder in diese Zielform, dass wir sagen, wir wollen was schaffen, wir wollen gesünder und besser werden. Und oftmals sind wir dadurch sehr extrinsisch motiviert. Extrinsische Motivation ist aber wissenschaftlich erwiesen, umso komplexer die Aufgabe ist, umso weniger führt die extrinsische Motivation, das Ziel zu erreichen. Deswegen brauchen wir bei der komplexen Aufgabe, dünn werden, gesund zu werden, intrinsische Motivation. Das liefert Iris. Und das ist das Allerbeste zu den ganzen Formen, künstliche Intelligenz, Training, alles schön, aber es macht Spaß. Was zeichnet euer System denn jetzt aus gegenüber anderen? Wo ist der große Unterschied? Ja, da könnte man jetzt droppen Sachen. Es ist einmal auf der Sache der Amortisation. Es ist ein sehr effizientes, auch im Geldbetrag, effizientes Tool. Es ist mobil, es ist mitnehmbar, BGM, schnell einsetzbar, keine Kalibrierung, die künstliche Intelligenz erkennt die Matten. Das sind alles Vorteile, die haben andere Systeme in dem Augenblick nicht. Dass man das einfach, so eine KI und so ein Tool, mit irgendwo hinnehmen kann. Sag mir jetzt noch mal drei Gründe, warum ich das Ding unbedingt in meiner Praxis haben muss. Ja, drei Gründe. Der erste ist auf jeden Fall, schon mal, wenn Sie sehen, dass Patienten, die zum Beispiel neurologisch irgendwelche Beeinträchtigungen haben, lachen beim Training, Punkt 1, muss man einfach mal verstehen. Oder generell auch Patienten, die sagen, Bewegung macht mir nicht so viel Spaß, lachen Nummer 1. Und dann wirklich Effizienz, also den Therapeuten entlasten, das auf der einen Seite. Und der Punkt 3 ist es, es ist ein Innovationstreiber. Und dadurch ist man ein attraktiver Arbeitgeber. Das ist geil, vielen Dank. Dankeschön.